So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Julian Entertainment. Mein Name ist Julian und wir machen hier die letzte der Wuter-Mission und werden hoffen, dann auch hier mal gewinnen zu können. Ich glaube, das sind wieder gesagt so Lunaris-Einheiten, die man killen muss. Ja, die stehen hier überall in diesem Raum, stehen die, glaube ich, in diesem, den ihr gerade seht. Der Rest ist ja auch abgesperrt soweit. Jetzt klar, hier ist nichts mehr. Und ja, es werden 5 Endgegner geben, die wir alle killen müssen. Okay. Ich dachte, jetzt kommt der Zwischenkampf wieder so ein behindertes Viech. Hör mal, ich stehe gerade so schön auf dem Mal, ne? Da kann ich gleich mal hier ein bisschen was raushauen. Dachte ich mir. Vollgas zieht, wie gesagt, sehr viel MP ab, aber ich habe auch noch ein paar Äther dabei. 5000 Gil, nice. Nice one, würde ich auf jeden Fall sagen. Potion zweimal und Äther, würde ich sagen, auch zweimal. Und Summa noch einmal. Ist zwar sinnlos, aber ich will da ja mal voll Gehalt reingehen. Ich speichere hier und werde dann gegen den ersten der Lunaris-Viecher ankämpfen. Lunaris Primus, der erste Speer der Lunaris-Einheit. Hier endet dein Weg. Das sagst du, das ist aber allerdings Quatsch. Würde ich mal sagen. Ich habe die nicht als sonderlich stark in Erinnerung. Ich kann mich aber natürlich auch total irren. Weil sie halt alleine sind. Das macht sie zu einem unglaublich schwachen Gegner. Prinzipiell schon mal. Klar, es gibt auch Gegner, die alleine sind und trotzdem mega stark, aber sie sind extrem selten, sage ich mal so. Schwierigkeit ist ja einfach, dass sie 5 Gegner sind, die man nacheinander besiegen muss, aber ganz ehrlich, dann macht man halt mehrere Kämpfe. Es dauert dann halt ein bisschen, ne? Das ist ja relativ... Ich muss gar nicht mehr aufpassen, dass er keine komische Attacke macht. Weil die Gegner sind echt ein bisschen lame, muss ich sagen. Die bewegen sich ja nicht mal. Oder die machen nicht mal eine Attacke, wenn ich sie daran hindere. Haben auch keine Spezialattacke leider. Oh, ich muss den nächsten Mal nur von hinten angreifen. Das dauert mir entschieden zu lange, wenn ich die so angreife. Haben wir schon erkennen können, einige Punkte, also einige Lebenspunkte oder auch genannt TP. Ich weiß gar nicht, wofür das T steht, ehrlich gesagt. Magiepunkte und Angriffspunkte oder so macht Sinn, aber TP-Punkte? T? Was heißt, wofür steht das T? Komm, dann verbrauche ich jetzt hier mal ein paar Magiepunkte und hau dann lieber nach dem Kampf mal einen Äther rein. Weil das dauert mir sonst echt zu lange, ey. So, in welche Richtung steht der nächste Speer? Ich glaube, ich nehme mal den hier. Ja, oder natürlich ihr. Oh Gott. Naja, gegen dich geht das eigentlich noch. Ach, komm schon. So. Wie viele Äther haben wir eigentlich noch? Weil man bekommt die ja einige Male. Ich benutze sie aber auch einige Male. Okay, noch 17 Stück. Das wird reichen. Quartus, der vierte Speer. Okay, ich mache die Reihenfolge offenbar falsch. Aber das ist ja nicht das Problem. So, hoffentlich werde ich jetzt mal ein paar mehr Schläge von hinten landen können, ohne dass er sich direkt wieder umdreht. Du Nervkolben, du. Hör auf, dich umzudrehen. Hör auf, irgendeine Attacke zu probieren. Es hat doch, bei deinem Kumpel hat das doch schon nichts gebracht. Hey, ich schlag den immer so blöd weg, dass er auf einmal wieder geradwärts zu mir steht. Nicht seitwärts, sondern geradwärts. Oder auch seitwärts. Bringt mir auch schon nichts. Ich muss den ja von hinten treffen. Wenn ich die extra Punkte will, die der kritische Treffer bringt. Also sobald ich ein Stück laufe, kann er versucht er wieder seine Attacke zu machen. Betäubungssalbe wäre, glaube ich, ziemlich uncool. Dann hätte er schon einen großen Vorteil. Ihr seht, ich schlage mich immer so, dass ich mich quasi an ihm abschlage und wieder vor ihm stehe. Versteht er das? Aber ab und zu kommt ja auch mal MP frei. What? Oh, ganz schön stark, Junge. Alles klar. Ja, da habe ich natürlich jetzt einen MP-Verstärker drauf, aber das macht nichts, denn... den TP-Verstärker, den werde ich trotzdem drauf behalten.
Ich darf den nicht wie Targa machen lassen. Dann hält er sich nämlich wieder so hoch, dass ich wieder Stunden brauche, um den auf den Stand zu bringen, den ich für den vorher hatte. Wenn er versteht, was ich meine. Ich weiß nicht mal, ob der letzte Speer, der hier quasi ist, ob der stärker ist als die anderen. Das weiß ich gar nicht. Ach komm, ihr seid doch einfach nur so Zwischengeplänke, was einfach nur nervt. Hab ich dir gesagt, dass du auch nervst mit deinem Feuer? Ach komm. Ich weiß, dass ich nur noch mega wenig EP habe, aber Subvita-Fänge. Oh mein Gott, die können Subvita-Fänge. Was ätzend. Ah! Falls denen halt auch irgendwo wieder Magie hinzufügt. Und Magie-Malma sorgt, glaube ich, dafür, dass ich weniger MP habe oder verliere oder was auch immer. Okay, ich kann mich gar nicht hochhalten. Ich habe schon maximal. Dann würde ich sagen, hauen wir mal rein. Sekundus. Das wäre der zweite gewesen. Warum die in so einer beschissenen Reihenfolge stehen, weiß ich nicht. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, MP frei, komm, das nutzen wir. Komm bitte nicht näher, ich will dich vollkommen treffen mit meinem Magie frei. Eigentlich müsste er jetzt schon ziemlich viel abgezogen bekommen haben durch die ganzen Vollgas hier. Komm, nochmal. Ich glaube, ja, Vitaga hat nichts mehr gebracht, tatsächlich. Sehr gut. So, ich glaube, die Folge wird sich nur mit diesem hier beschäftigen. Die Folge wird dann auch zu Ende sein, wahrscheinlich. Gehen wir nicht mit deinem Feuer auf den Sack. Ihr habt alle so ein bisschen nervige Attacken inzwischen, muss ich sagen. Diese Subvita-Fänge, Magiestopp oder SP-Dingens. Ah, ne, SP-Dingens war der... Oh Gott. Der vierte ist das schon. Wir haben jetzt dann Primus, Secundus, Tertius und Quartus oder was besiegt. Das heißt, danach kommt der fünfte schon. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Fängt gut an. Auf dich umzudrehen, verdammt. Also es gibt mir die paar Punkte, die ich gerade gebrauchen kann. Good luck, wurde gerade ein bisschen verschluckt. Good luck. Wow, 4000 Punkte. Nice, nice one, nice one, nice one. 9100 Punkte haben wir jetzt. Ich könnte jetzt die ganze Zeit nur auf X drücken und der würde mich niemals besiegen können. Das mache ich jetzt einfach auch, oder? Wobei ich auch gerade ganz schön viele MP habe, Dingens. Ja, doch, MP. Und jetzt habe ich natürlich auch noch MP frei, das ist sehr gut. Jetzt ist MP frei vorbei, aber ich werde den trotzdem jetzt noch mit Feuerkugeln besiegen. Sehr gut. Und beim letzten werde ich auch noch ein bisschen Feuer anwenden. Ich werde beim letzten auch die Folge beenden. Das war eine etwas kürzere Folge, aber das war dann die Lunaris-Spezialeinheit-Folge. Alles klar, hier ist der fünfte und ich glaube, danach kommt auch keiner mehr. Oder muss ich danach noch... Ne, danach kommt keiner. Quintus, der fünfte Speer der Lunaris-Einheit. Ich werde dich in das Reich der Toten schicken. Für meine Kameraden, für Wutai. Sprich dein letztes Gebet. Ja, viel Spaß dabei. Eine Kugel rauscht an ihm vorbei. Das finde ich uncool. Hi!
Der bekommt mit einem dieser Schläge quasi 4500 Punkte abgezogen. Danach hätte ich jetzt mal eigentlich ganz interessant ausrechnen können, wie viele Punkte er insgesamt hat, aber er müsste ohnehin gleich tot sein. Ist der fünfte stärker? Ich weiß es wie gesagt nicht. Aber er steht hier in so einem extra Raum. Das könnte irgendwie schon das heißen. Okay, wenn ich direkt vor ihm stehe, passt das auch. Sehr gut. Wutai Schwarzmarkt. Das ist ein Shop. Das ist sehr gut, dass ich den jetzt freischalte. Ich glaube, da... Oder wobei, was konnte man daran kaufen? Ich weiß gerade gar nicht, ob das so sinnvolle Sachen waren. Ich speichere mal gerade ganz kurz. Und wir werden dann nämlich die Folge an dieser Stelle auch gleich beenden. So, die Endphase des Wutai-Krieges. Hinter den Kulissen war jetzt die letzte, die ich gemacht habe. Was hier kommt, weiß ich gar nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kommt vielleicht noch. Und die Rebellen schlagen zurück, eine neue Bedrohung. Jetzt ist es die Lunaris-Einheit, die Wutai-Rebellen eint. Unsere Späher haben ihre Basis ausfindig gemacht. Ein Angriff muss schnellstens erfolgen. Naja, so schnell dann auch wieder nicht, würde ich sagen. Wir sind gerade hier sehr erfolgreich eigentlich dran, muss ich sagen. Haben den Strang hier erfolgreich abgeschlossen, sind Stufe 26. Haben wieder einige Missionen in der nächsten Folge, die wir hier anfangen oder erledigen können. Hier, das ist nur noch schwer. Das hier ist, ja gut, immer noch extrem. Das hier ist immer noch extrem. Das hier ist nur noch schwer mit der Schatzinfo. Was ganz gut ist, wir gucken gerade mal unter Einkaufen. Okay, können wir Höllenfolger kaufen. Höllen-Eisgar und Höllenblitzgar. Befähigt zu einem fatalen Elektrizitätszauber, der Zustandsveränderungen herbeiführt. Natürlich genauso Kältezauber und Hitzezauber. Das heißt, die Gegner können dadurch, weiß ich nicht, ich glaube, verflucht werden, stumm, was weiß ich, was genau, weiß ich nämlich nicht genau. Hier, die sind alle relativ sinnlos, also diese hier, finde ich zumindest. Folgerklinge, naja, müssen wir alles mal ausprobieren. Aber ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Wir sortieren nochmal hier ganz kurz und gucken, ob wir noch eine Materia irgendwie hier weggenerieren können. Naja, sieht ehrlich gesagt nicht danach aus. Wobei Zustandsschutz und Elementangriff können wir uns ja jetzt kaufen. Das heißt, das habe ich gerade mal verplempert. 250.000 Soldatpunkte haben wir jetzt. Das ist ja, sind ja mehr oder weniger die Erfahrungspunkte hier, falls ihr das noch nicht verstanden habt. Nach denen entschieden wird, wann so eine DBW, so ein DBW-Roulette-Runde, wann die wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass wir ein Level aufsteigen. Ich glaube, so war es einigermaßen logisch erklärt. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Bis dann.